Damit hallo und willkommen zu einer neuen Kategorie auf meinem Channel. Ja, ich wollte euch in dieser Playlist einfach mal ein paar Decks von mir vorstellen, spielen und ja, gucken, wie die Dinger so laufen. Ihr könnt gerne auch sagen, wenn ihr irgendwelche Deckwünsche habt oder sowas, dann versuche ich die mal zu erstellen. Ansonsten werde ich hier die paar Decks mal durchgehen, gucken, wenn es neue Decks gibt, das Ganze einfach mal anspielen. Was findet ihr in dieser Kategorie? In dieser Kategorie gibt es, wie gesagt, Deckvorstellungen. Ich persönlich habe so meine Favoriten-Decks und so weiter und so fort. Und die wollte ich einfach mal anspielen. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Nichts weiter. Zumindest nicht von meiner Seite aus. Wenn ihr nur irgendwelche Ratschläge, Tipps und Tricks habt, guckt einfach mal rein, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit dem Millbrook an. Und in den nächsten Wochen werden hier noch weitere Decks folgen. So. Auf! Auf geht's! Na los, was kriegen wir? Dun 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 dun. Sehr schön, King. König Mokla, ein Blade Fury und ein Backstab. Blade Fury bringt gar nichts. Und wenn ich auch noch. Mukla ist beim Krieger immer schwer zu sagen. Ja, behalten wir den erstmal auf der Hand. Er hat auf jeden Fall zwei zurückgegeben. Und wir dürfen endlich mal als zweites anfangen, ist ja unfassbar. So. Die Rüstung meines Kriegers ist am Anfang relativ egal. Ich hatte schon mal einen Krieger, der hatte nur 30 Leben und fast 40 Rüstung. Das Ganze hat nicht wirklich interessiert, um ehrlich zu sein. Auch damit habe ich ihn plätten können. Wenn die Karten halt gut kommen, sag ich mal, wenn man Lucky hat. Und sehr schön, wenn er noch für ein bisschen scheiß Rüstung selber Karten zieht. Er hat 6 Karten. So, 2. Mal gucken. Ob ihr hier gleich einen Schildblock oder sowas reinballert. Ne, Schildblock war das. Wie heißt denn das, wo er für Rüstung Schaden macht? Ja, ist in Ordnung. Kann er machen, soll er. Na komm, helfen wir die hier nochmal ein bisschen zu ziehen. Sieben, komm, Chris hier nochmal. Achte. Na, kommt jetzt noch ein Executor aus 9 Karten auf der Hand, mein Freund. Ansonsten werde ich sie dir gleich voll spielen. Zehn Karten auf der Hand. Pass auf, dann holen wir den zurück. Machen das Ganze so, würde ich sagen. Da gehen wir auch nochmal auf Nummer sicher. Oh, und da war ein Hinrichten. So, 15 zu 18. Wir haben noch kein Gang-Up gehabt. Ja, noch ein Klingenwirbel. So, damit kriegt er eine achte Karte. Machen wir das Ganze doch so.
Drei Schaden können wir ihm noch zufügen. Warte mal, der Frage kostet mich, ob zwei. Ja, doch, machen wir es doch so. 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 Kaputt, mein Freund, kaputt, würde ich sagen. Deine Hand ist wieder zu voll. Also bisher verläuft das Duell so, wie es sein sollte mit einem Milruk. Als nächstes werde ich Ned Pagel und die Schwerter ausspielen. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Sehr schön, Gang up. Ich hoffe, er kann nichts mehr machen. Nee, er kann nichts mehr machen. Das ist natürlich sehr, sehr schön. So, 3, 4, 5. Würde ich sagen, spielen wir es einmal so, einmal so. Ja, tun wir ihm gar nicht erst den Gefallen, damit er. Wenn ich ihm jetzt ins Gesicht geben würde, könnte er da seinen Diener noch ein bisschen pimpen und so weiter. Nö, ist nicht. Ja, schade, dass Ned Pagel nicht ausgelöst hat. Wieder mal. Zwei Healbots. 15 zu 10. Damit zieht er noch eine Karte. Ist aber hier 7, mal gucken. Tiefenlicht Orakel kommt sehr schön, sehr gerufen. Noch ein Tiefenlicht Orakel. Noch zwei haben wir im Deck. Da kommt auch eins davon. Oh, seine Hand ist zu voll. Was machen wir denn da? Wie wäre es denn, wenn wir ihm den mal zurückgeben? Und zwei Damage ins Gesicht geben. So. Oh, und jetzt zieht er auch noch zweite. Sehr schön. Oh, schade drum. Und das zweite Execute. Das ist sehr, sehr schön. Jetzt wird der Ned Pagel als nächstes kaputt machen wollen. Ach, da hat er noch was. Och, schade. Den würde ich schon ganz gerne irgendwie ausnutzen. Ja, wobei können wir ja machen. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall. Den nutzen wir gleich. Sehr schön. Danke. Ich habe fast keine Karten. Das ist richtig, mein Freund. Du hast keine Karten mehr. Ich würde sagen, dann spielen wir das Ganze einmal so aus. Damit haben wir 8 Karten. Jetzt haben wir 7. Gleich sind wir bei 9. Oh, und da kommt auch noch ein Backstep. Damit hole ich den dann schon mal zurück. So, bisher ein relativ kurzes Duell und wirklich lange dürfte das theoretisch auch nicht mehr aushalten. Ich meine, ich weiß nicht, ob er noch ein paar Legendaries hat. Da hat er eine. Aber es wird ihm nicht mehr wirklich viel bringen. 14 Damage ist natürlich schon böse. Würde ich sagen, spielen wir es einmal so. Nehmen wir den Healbot. Dann haben wir noch 5. Wir haben noch 5 Mana. Spielen wir ihm den einmal zurück auf die Hand. Dann haben wir noch 3 Mana. Würde ich sagen, kopieren wir uns den und ziehen ihn uns noch ein paar Mal auf die Hand zurück. So, 2, 4, 6, 8 Karten haben wir. Damit können wir die Runde beenden und er kriegt nochmal 5 Schaden. Und hat nur noch 5 Leben und das dürfte es für ihn gewesen sein. Du darfst auch ruhig aufgeben, wenn du möchtest. Oh, hat er noch was in der Hinterhand? Na, jetzt versucht das hier. 8 ist er bei 10 Schaden, bringt ihm gar nichts. Damit ist er Geschichte. Mal gucken, ob er jetzt aufgeben wird. Nö, macht er nicht. Ein
Ja, guck mal, machen wir es einfach mal so. Und nö, wir traden ihn hier einfach weg. Das soll er doch machen, wenn er der Meinung ist. Wir haben noch genug Leben und genug Karten. Nachher jetzt ist er eh tot. 6 und down. Wunderbar, und das war eine saubere Millrook-Runde. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wir hatten noch Karten, keine Ahnung, 1 bis 2. Ich weiß es nicht. Aber so sollte das Deck funktionieren. Funktioniert allerdings, wie gesagt, nur bei Gegnerklassen, die keine Rush-Decks spielen. Auf Rush-Decks kommt das Ganze relativ schwer raus. Da man dem Gegner ja immer wieder Karten in die Hand drückt und so weiter, die er dann sofort ausspielen kann, um zu rushen. Von daher, gegen Rush-Deck hat man mit dem Deck nicht so wirklich Chancen. Reines Fun-Deck, aber wie gesagt, so persönlich mein Liebling. Das war mein Millrook, die kleine Vorstellung davon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Däumchen, einen Kommentar da lassen. Damit sage ich, macht's gut und bis dann. Ciao, euer Luxor.